diese Begriff Community Supported Agriculture, das heißt für mich eigentlich, dass die Menschen auch Anteil nehmen an dem Stückchen Land, was sie sozusagen ernährt. Also man kann das ja durchrechnen, wenn man das sagt, also jeder Mitteleuropäer braucht ungefähr eine Landwirtschaftsfläche von 3000 Quadratmetern zu seiner Versorgung. Und diese 3000 Quadratmeter, die gehören einem sozusagen irgendwie auch ideell, oder für die kann man auch Verantwortung übernehmen. Und diese Möglichkeit bietet sich in diesem CSE-Modell eben ganz konkret an, dass die Menschen, die das wollen, sozusagen für ihr Stückchen Land sozusagen Verantwortung übernehmen können und da auch ein Stück weit mitbestimmen können und teilhaben können. Ja, also unser Betrieb befindet sich hier in Gänserndorf, also im östlichen Machfeld, mit Böden, die auch sehr gut für einen Gemüseanbau geeignet sind. 2007 waren so die ersten Ideen und das Kennenlernen von CSE. 2008 haben wir begonnen mit den 20 vorfinanzierten Gemüsekisten und dem Volunteers Day einmal in der Woche, wo Leute den Betrieb kennenlernen konnten, mitarbeiten konnten. Das haben wir auch sozusagen aus Amerika übernommen. Die erste Saison war dann 2011. Und das für uns Neue war dann durch diesen Input vom Herrn Strenz, dass es auch möglich ist, sich komplett von diesem System zu verabschieden. Also von dieser Verbindung Produkt und Preis. Und dass es eine andere Möglichkeit gibt, einen Betrieb zu finanzieren. Und das hat für uns dann wirklich so einen ganz großen Unterschied gemacht. Also einerseits gibt es die Möglichkeit, über die Hauptgemüsesaison eine fertig gepackte Gemüsekiste zu bekommen. Oder die andere Möglichkeit ist, über das ganze Jahr mit Gemüse versorgt zu werden und dieses Gemüse selber frei auszuwählen aus einem Marktstand, der aufgebaut wird wie ein üblicher Marktstand, wo man einfach hinkommt und das Gemüse mitnimmt, das man für seine Versorgung für eine Woche braucht. Man schätzt sich ein, wie viel man braucht und dann bezahlt man eigentlich theoretisch, was man will. Es gibt schon einen Richtbetrag, aber man schätzt sich halt auch ein, was man sich finanziell leisten kann. Und dann nimmt man jede Woche, was man braucht. Es war Zufall, ich war auf der Suche nach Zuckerwurzeln und Knollenzisten, die man nirgends bekommt. Und ich habe dann beim Peter angerufen und er hat gesagt, er verkauft es nicht, man muss Mitglied werden. Da bin ich Mitglied geworden.